Ja, sagen Sie die Wahrheit wie der Jesionek, dass er ein Nazi-Freund war vom großen Kindermörder. Das können Sie sagen. Ah, das ist... Ja,
Ein bisschen naiv gefragt, ja wieso glaubt Ihnen keiner, dass Sie auch als Betroffene von sexueller Gewalt eines Priesters Opfer sein können? Und jetzt gesagt, Sie müssen sich das so vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und der Bundespräsident steht in Ihrer Wohnung, hat eingebrochen und Sie rufen die Polizei. Es wird Ihnen keiner glauben. Nichts anderes ist es, was sie mir sagen wollte, Dame, ist, das sind allgemein anerkannte Autoritätspersonen gewesen. Ich drücke, es ist leider nicht lauter. Das sind allgemein anerkannte Autoritätspersonen, denen niemand zutraut und glaubt, dass sie sowas tun. Heute wissen wir, dass das Gegenteil der Fall ist. Und es ist gut, dass diese Gewalttaten öffentlich geworden sind und dass diese Debatte und Aufarbeitung begonnen hat. Wie dann die Aufarbeitung begonnen hat, habe ich ein Ziel gehabt im Parlament, dass es eine unabhängige staatliche Kommission gibt, wo Betroffene mit am Tisch sitzen, die für umfassende Aufklärung sorgt. Nicht 9 verschiedene in den Ländern, nicht eine in der katholischen Kirche, nein, eine unabhängige Kommission unter Einbindung der Betroffenen, die alle diese Vorfälle untersucht und dann Vorschläge macht zur Wiedergutmachung. Leider ist diese Kommission nie zustande gekommen und das ist unser Hauptproblem heute, weil wir nämlich in allen Ländern und auch in der katholischen Kirche Kommissionen haben, die von jenen Institutionen eingesetzt wurden, die untersucht werden soll. Daher verstehe ich die Betroffenen, auch wenn sie diesen Kommissionen gegenüber misstrauisch sind. Weil natürlich berechtigt sich jeder die Frage stellt, wenn diese Kommissionen von den Institutionen eingesetzt worden sind, sind die fair? Untersuchen die wirklich alles? Und das hätte man vermeiden können, indem es eine unabhängige Kommission bundesweit für sämtliche Vorfälle von sexueller Gewalt kirchlichen und staatlichen. Interview, sag ich, ja. Ja. Wieso? Ja.
Sekunde. Liebe Leute, könnt ihr jetzt ein bisschen nach rechts umrücken? Danke! Bitte mehr nach rechts! Ja, in Biberbach, Niederösterreich. Er wurde jahrelang sexuell missbraucht. Diese Misshandlung wurde von einer fremden Person beobachtet, vor Gericht bezeugt und vom AKH mehrfach bestätigt. Viktor wollte vor Gericht aussagen und bei seiner Mutter leben. Dies hat das Jugendamt verhindert und unter Angabe vorgetäuschter Argumente das Kind in ein Heim verbracht. Verschiedene Heime werden für Viktor zu Foltergefängnissen. Zwangsmedikamentierung in fast tödlichen Überdosen und zwangsweise Zuführung zum Missbrauchstäter. Die Mutter muss ihr unbegleitetes Besuchsrecht, das ihr vom Gericht recht, indem er in ein entlegenes Heim in Niederösterreich gebracht wird. Die Jahre der Fremdunterbringung, die barbarische Trennung von Mutter und Kind zwecks Missbrauchstäterschutz und die Zwangsmedikamentierung zeigen Wirkung. Viktor kann sein Leben nicht mehr ertragen und will sterben. Er fährt mit dem Fahrrad absichtlich über die Straße und will durch einen Verkehrsunfall sein junges Leben beenden. Weiters spricht Viktor von Selbsttötung, indem er eine Waffe gegen sich richten will. Er möchte unbedingt zurück zu seiner Mutter. Die bei Staatsanwaltschaft, Korruptionsstaatsanwaltschaft und Volksanwaltschaft eingebrachten Anzeigen gegen beteiligte Ämter bzw. Personen werden eingestellt oder erst gar nicht bearbeitet. Die Macht des Jugendamtes trotzt jahrelanger Medienberichterstattung. Viktor Kronberger ist heute immer noch im Heim. Freiheit für Viktor! Freiheit für Viktor! Freiheit für Viktor! Freiheit für Viktor Kronberger! Ich darf jetzt das Wort an den Rechtsanwalt Herrn Dr. Johannes Ölböck richten. Im Oktober 2011 haben sämtliche nationalen und viele internationale Medien berichtet, als die beiden von mir als Rechtsanwalt vertretenen Frauen sich entschieden haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Damals haben sich nach rund 1,5 Jahren Tätigkeit des Weißen Ringes rund 300 Opfer gemeldet. Nachdem die Opfer im Oktober 2011 wachgerüttelt waren, häuften sich die Meldungen. Ich habe damals von einer vierstelligen Dunkelziffer gesprochen. Heute liegen wir bei 1.468 Meldungen. Die Dunkelziffer wäre erreicht, aber die Meldungen reißen nicht ab. Ich habe in den letzten 16 Monaten rund 100 Gespräche mit Opfern geführt und sage daher, wir haben es mit einer nationalen Tragödie von historischem Ausmaß zu tun. Ich möchte Ihnen ein Beispiel liefern, wie man mit dem Thema Verjährung umgeht. Einem meiner Mandantinnen
hatte Schulden oder hat Schulden bei der Stadt Wien aus einer Zeit in den 1985er Jahren wegen einer Gemeindewohnung. Eben diese Frau war das Opfer mehrfacher Vergewaltigungen in den 1970er Jahren am Wilhelminenberg. Vergewaltigungen, die von einer Erzieherin organisiert wurden, die in den 1980er Jahren mit 45 Jahren in den Ruhestand geschickt wurde. Der Name dieser Erzieherin ist dem Weißen Ring, der Wilhelminenberg-Kommission und der Stadt Wien bekannt. Dieses Opfer hat sich erst vor kurzem gemeldet. Es ist zu erwarten, dass die Stadt Wien sich wie auch in allen anderen Fällen darauf beruft, dass der Fall verjährt ist, weil 10 Jahre ins Land gestrichen sind. Der zuständige Stadtrat hat mir persönlich zugesichert, dass er den Fall prüfen wird und die Wohnungsvergabe neu evaluieren wird. Eine Zusicherung der Gemeindewohnung steht nach wie vor aus. Aber ich frage Sie jetzt, wer versteht, weshalb die Stadt Wien sich nach 40 Jahren noch auf Verjährung berufen darf, wenn es um ihre eigenen Ansprüche geht, selber aber die Hände abwehrend heben darf, wenn 10 Jahre vergangen sind. Diese Ungleichbehandlung ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das sage ich als Mensch. Als Rechtsanwalt sage ich, das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Zu den Kommissionen. Professor Sieder hat die Angaben der Opfer dem Grunde nach bestätigt, ohne allerdings auch nur ein Wort über die Täter zu finden. Die Kommission von Frau Dr. Helige, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, leistet aus meiner Sicht wertvolle Arbeit. Sie ist aber von der Stadt Wien nicht ausreichend dotiert und wird andererseits künstlich auf das Heim am Wilhelminenberg beschränkt. Bei allen Kommissionen bleiben viele Fragen offen. Weshalb werden die anderen Heime nicht untersucht? Weshalb gibt es keine Kommission, die der Bund einrichtet und damit eine Institution, die in den wenigsten Fällen Heimträger war? Zu den Zahlungen an die Opfer. Die Stadt Wien argumentiert ja immer, dass die Zahlungen an die Opfer sich an der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes orientieren würden. Ich bestreite das. Eine Prüfung der Zahlungen wäre möglich, wenn die Stadt Wien das zulassen würde. Derzeit verhindert die Stadtverwaltung das. Sie erhebt in allen Schreiben ihres Rechtsvertreters den Einwand der Verjährung. Das ist ein praktisches Mittel. Man kann die Sache damit relativ einfach formal vom Tisch wischen, ohne sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen zu müssen. Mit dem Einwand der Verjährung wird das Risiko der Prozesskosten auf die Opfer verschoben. Auf die Opfer, von denen man weiß, dass sie sich einen Prozess ohne dies nicht leisten können. Auf die Opfer, die nicht einmal Verfahrenshilfe erhalten, weil die Gerichte argumentieren, dass die Opfer mutwillig handeln würden. Faktisch ist die Verjährung nur dann vom Gericht zu prüfen, wenn sie von einer Partei eingewendet wird. Die Stadt Wien müsste also lediglich auf die Einrede der Verjährung verzichten. Das kann sie. Sie will es nur nicht. Damit wäre eine schrankenlose Aufklärung möglich. Jedes Opfer könnte vom Gericht überprüfen lassen, ob die Angaben der Stadt Wien zur Angemessenheit der Zahlungen korrekt sind. Die Heimopfer wären nicht Bittsteller. Sie wären nicht auf ein Gnadenrecht angewiesen. Nun zu den bestehenden Verjährungsfristen. Sie sind nicht zeitgemäß. Täter sollen sich künftig nach Ablauf der Verjährungsfristen nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Sie sollen wissen, dass so etwas nie verjähren soll. Daher fordere ich für viele meiner Mandantinnen und Mandanten die Abschaffung in Zukunft der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verjährungsfristen bei schwerem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Wir stehen hier vor dem Parlament. Wir stehen hier vor dem Parlament. Welcher Politiker kann ernsthaft gegen eine solche Forderung sein? Die Strafbarkeit von Mord verjährt schon heute nicht. Schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist seelischer Mord. Auch das darf nicht verjähren. Was ist zu tun? Ich fordere eine Entschuldigung an die Opfer auf Augenhöhe durch die Verantwortlichen. Eine wirklichkeitsannähernde Wiedergutmachung. Den Verzicht auf die Einrede der Verjährung
und die Abschaffung der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verjährungsfristen bei schwerem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Brotwangel von Betroffen.at sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin also auch hier in meiner Funktion als Mitinitiator des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien und ich fordere alle auf, die dieses Volksbegehren noch nicht unterzeichnet haben. Wir haben am Donnerstag in der Maria-Hilfer-Straße noch einen Stand mit Notar und wir stehen knapp davor, die entscheidende Zahl von 8000 Unterschriften zu erreichen. Dieses politische Instrument wird uns helfen, unsere Forderungen auch in der Politik durchzusetzen. Es kann nicht sein, dass in Österreich Opfer sich an eine Kommission der Täter wenden müssen, geradezu als Almosen erbittende und von dort eine Aufarbeitung bekommen. Helfen Sie mit, dass das kommende Jahr 13 zu einem Anfang des jüngsten Tages der katholischen Kirche wird. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Seiler ankündigen, der extra aus Deutschland angereist ist, um an dieser Demonstration teilzunehmen. Herr Dr. Seiler ist einer der wenigen Menschen, die die Tragik und die Tiefgründigkeit des Jahrtausendverbrechens an Heimkindern anerkennt und versucht aufzuarbeiten. Bitte, Herr Dr. Seiler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wiener Bürger, ganz Österreich weiß inzwischen, dass Zehntausende von Kindern und Jugendlichen jahrzehntelang in staatlichen und kirchlichen Heimen geschlagen, sexuell missbraucht und seelisch gedemütigt wurden. Ihr Leben wurde zerstört. Sie konnten keinen richtigen Beruf ergreifen, mussten von Renten niedrigster Art leben. Und was geschieht jetzt? Man versucht, diese Opfer mit Almosen abzuspeisen. Glaubt jemand im Ernst, meine Damen und Herren, dass einige tausend Euro ein zerstörtes Leben wieder gut machen können? Ich sage, es ist eine Schande, dass man versucht, diese Verbrechen auf diese Weise zu vertuschen und beiseite zu schieben. Deshalb verlangen diese Opfer gesetzliche Änderungen. Es gibt zwar das Verbrechensopfergesetz, aber dieses Gesetz sieht keine vollwertige Entschädigung für Verdienstentgang vor. Dieses Gesetz sieht keine Schmerzensgeldzahlungen vor, sondern allenfalls einen gewissen Pensionsentgang nach der Antragstellung, die bei vielen Opfern sehr spät erfolgt. Warum? Weil man dieses Gesetz in der Öffentlichkeit praktisch verheimlicht hat. Man hat den Opfern nicht gesagt, dass sie wenigstens gewisse Rechte haben. Nicht einmal dazu war der Staat in der Lage. Und deshalb fordern diese Opfer bei dieser Demonstration Wiedergutmachung durch Taten und nicht bloß durch Sprüche von Politikern. Sie haben deshalb eine Petition im Nationalrat eingebracht, in der verlangt wird, dass auf die Verjährungsfristen verzichtet wird, solange die Opfer nicht unterrichtet sind über ihre Rechte.
eine Petition, in der verlangt wird, dass wirkliche Entschädigung von Verdienstengang bezahlt wird, dass Schmerzensgeld bezahlt wird für die Folter, die die Kinder in diesen staatlichen und kirchlichen Heimen erlitten haben. Und ich fordere die Politiker und die Bischöfe auf Folgendes zu achten. Wenn sie verklagt werden, gelten die Verjährungsfristen nicht automatisch, sondern nur, wie Herr Kollege Ölbeck schon zu Recht gesagt hat, wenn sich die Verklagten darauf berufen. Ich fordere die Politiker und Bischöfe auf, verzichtet endlich auf die Einrede der Verjährung, wenn ihr verklagt seid für die Verbrechen, die in euren Heimen begangen wurden. Das fordern die Opfer. Im Nationalrat. Im Internet kann sich jeder durch einen Mausklick anschließen. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Wehrt euch und zwingt die Politiker endlich zum Handeln. Es folgt jetzt ein Grußwort von einem Buben, der heute 11 Jahre alt ist. Er wurde in Heime verfrachtet, zum Rosenhügel gebracht und mit Medikamenten vollgestopft. Er wurde sexuell missbraucht. Sein Kundgeben bei den Behörden hat nichts gebracht. Man hat ihm nicht geglaubt. Dass man Kindern nicht glaubt, muss ein Ende haben. Unsere volle Hochachtung an Kindern, die so schreckliche Sachen erlebt haben und weiterkämpfen und weiterleben. Ein Hoch auf diese Kinder. Josef Hartmann ankündigen, der seine Erfahrungen im Stift Göttweig gemacht hat. Ja, grüezi miteinander. Ich habe gerade mit einem Betroffenen gesprochen heute, mit einem Vorarlberger, der mir seine Erfahrungen geschildert hat mit seiner laufenden Klage in der Schweiz. Die Presse ist groß im Darstellen des großen Rufes der Schweiz für eine sehr soziale Gemeinschaft, die viel Geld hat und so weiter. Er musste die gegenteiligen Erfahrungen machen. Und es werden einige Klagen auch dort jetzt vorbereitet werden. In Österreich ist es ja leider so, dass die immer ein Schlusslicht sind. Und obwohl ich 1995 alleine aufgetreten bin in diesem Staat und gegen das größte spirituelle Oberhaupt dieses Staates, dem verstorbenen Kardinal Grohr, ausgesagt habe, was er mit uns angestellt hat im Internat Hollerbrunn, hat sich überraschend wenig noch getan, vor allem in der Gesetzgebung hinter mir. Es ist so viel Unglaubliches dokumentiert, so viel kann man nachlesen, aber was ist real für uns Betroffene passiert? Es gibt immer noch kein Bundesgesetz und das ist eine Sauerei höchsten Maßes. Die sogenannte Klasnik-Kommission, vor der ich auch ausgesagt habe, ja? Man braucht nur an das Wort denken, Klasnitsch, ja? Glas und Nitsch, ist nichts Glas, ja? Ist überhaupt nichts für uns Opfer Glas, ja? Weil du kommst dir vor, du sitzt in einer Runde von 12, 13 hochbezahlten Menschen, die ein Monatseinkommen von 8, 9, 10.000 Euro haben und du kannst betteln und manche wurden nur mit 5.000 Euro abgefertigt für dieses lebenslange Leid, das ist schier unfassbar, ja?
Wann wird endlich wie in Australien eine eigene Abteilung eingerichtet in den Familienministerien? Die werden dort schon längst, laufen dort schon längst. Ich frage mich, was überhaupt da passiert da hinter uns. Manchmal wünsche ich mir, dass die Pallas Athene einfach einmal ihren Speer erhebt und wirklich einmal da die Richtigen trifft. Denken wir darüber nach, wir haben über 100 Staatsanwälte in diesem Staat, finanziert von unseren öffentlichen Geldern. Sie verdienen im Monat 7.000 bis 10.000 Euro. Und Opfer werden für ihr ganzes Leben mit einem Monatsgehalt von ihnen abgefertigt. Ja, liebe Mitstreiter, wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass das alles auch heute noch stattfindet. Ja? Das ist eine uralte Tradition in Österreich. Und die Politik weiß seit vielen Jahren Bescheid darüber, ganz genau Bescheid. Und besonders die Justiz weiß darüber Bescheid. Auch die Polizei ist bestens informiert, nachweislich. Da stellt sich die Frage, warum schreiten diese Herrschaften nicht gegen solche Zustände, gegen solche Verbrechen ein? Ja? Und wenn man dieser Frage nachgeht, dann kommt man auf Ergebnisse. Ja? Fakt ist, das Erste ist das, in unserem Land, nicht nur in unserem Land, leider weltweit, ist dieses Faktum der sexuellen Ausbeutung von Kindern Realität und Tradition, und zwar in den Familien. In vielen Familien ist es Tradition und ist es das bestgehütete Geheimnis, Familiengeheimnis, dass dieser Missbrauch schon seit vielen Generationen tradiert wird. Und in unserer ganzen Gesellschaft wird dieser Missbrauch tradiert, und diejenigen, die nicht ihre eigenen Kinder missbraucht haben und höhere gesellschaftliche Positionen einnehmen, die organisieren sich die Kinder von dort, wo sie sind. Und wo sind die Kinder? Sie sind in Kinderheimen. Es ist dann noch praktisch, weil meistens wenig Rückhalt durch die Familien dieser Kinder da ist, weil sonst wären sie nicht im Heim. Insofern, die Kinder in den Kinderheimen waren immer freiwillig für die Päderasten und pädokriminelle Szene überall. Ja? Und das ist bekannt. Die zweite Möglichkeit, an Kinder heranzukommen, waren die Kinder in den Internaten. Also nicht nur Kinder aus armen Schichten wurden Opfer, sondern auch Kinder aus sehr beduchten Schichten, wo die Eltern sehr viel Geld bezahlen für eine gute Schulausbildung. Und die Kinder in Internate stecken. Was ist passiert? Zum Beispiel ein Haupttatort hier in Wien Strebersdorf. Ja. Was passiert? Diese Kinder werden dort missbraucht. Ja? Sie kommen in ein System des Missbrauchs hinein, wobei man dazu sagen, nicht alle werden missbraucht. Die Opfer werden immer ganz genau ausgesucht. Sie kommen in ein System des Missbrauchs hinein. Es wird selektiert, wer jetzt missbraucht wird, wer auch gefällt und wo es leicht geht. Ja? Diese Kinder werden dann missbraucht. Ja? Und das ist schrecklich genug. Aber das Ganze ist System, wenn sie nämlich älter werden, sie werden als Minder... Sie werden als kleine Kinder missbraucht, als Volksschüler. Ja? In der Unterstufe werden sie missbraucht. Die Täter sind nachher nicht mehr interessiert an den Kindern. Was ist jetzt, wenn sie älter werden? Oft werden sie in das System des Missbrauchs einbezogen, indem sie dazu eingesetzt werden, Ruhe, andere Kinder einzufahren, sagt man das. Ja? Also sie missbrauchen die Jüngeren, und die gehen dann weiter in diese Schulen und sie maturieren in diesen Schulen, in kirchlichen Eliteschulen. Sie kommen dann, sie studieren dann, sehr viele Jus-Studenten, sehr viele Juristen, sie kommen unter in den höchsten gesellschaftlichen Positionen und sie bilden ein Netzwerk, das sich gegenseitig hochhebt und verhindert, wenn gegen sie vorgegangen wird. Also wenn Missbrauch aufgedeckt wird, dann werden diese Netzwerke aktiv und dann verhindern sie das. Das sind Staatsanwälte, das sind Richter, das sind Politiker, das sind Spitzenbeamte aller Behörden. Und das ist der Grund, warum das bis heute nicht aufgedeckt wird, weil diese Herrschaften in höchsten gesellschaftlichen... Stopp, ich sag, wann es aus ist. Ja? Jetzt wollen die Opfer selbst vertuschen, weil sie Angst haben vor der absoluten Wahrheit.
Und es geht nicht darum, natürlich geht es darum, dass die Opfer entschädigt werden, aber es geht vor allem darum, dass dieser Kreislauf der Gewalt durchbrochen wird, denn das ist die wahre Erbsünde. Okay, okay. In diesem Sinne, Halleluja! Ja, das war der Herbert Slashock, mit dem ich schon seit Jahren streite und kämpfe zusammen. Und eines muss ich euch sagen, der Herbert Slashock hat aufgedeckt am Hackinger Quay in einer Sonderschulanstalt. Alle Sauereien, ganze Pederastennetze. Und was womit belohnt in der Stadtschulrat in Wien? Mit der Kündigung, damit er nicht mehr auf die Kinder losgelassen werden kann. Voller Kraft, unterstützend dabei, außer ein Plakat, das taugt mir nicht. Ich will nicht, dass der Herr Häupl zurücktritt, ich will, dass er eintritt in die Verantwortung. Ein Rücktritt bringt uns nicht weiter, das ist meine Meinung. Er soll seine Verantwortung wahrnehmen und mit uns ordentlich reden tun. Ja. Und meine Bandbuben sind teilweise da, aber einer steckt noch im Stadion, spielt das erste allein. Ich spiele nachher noch drei Nummern. Und ich werde euch wundern, ich spiele nichts Zorniges, sondern ich spiele die Freude. Und Didi, du musst ein bisschen die Lautstärke und so optimieren. Hast du jemals schon erlebt, wie er schreiend laut ist? Wie dir ist, wenn keiner mehr ein Wort sagt, wenn du das Denken ganz vergisst. Wenn ein Vogel völlig unerwartet in seinen müden Schrei überrascht, wie ein Wind auch zärtlich streichelt, wird es noch niemand zuvor hat geschaut. Wo ein Sonnenstrahl zärtlich weht und die Luft noch Menschen riecht, wenn du irgendwo ein blühend Text voller Form vorm und riecht, wenn in deinem Augenblick die Gänsehaut überdenkt, gibt dir sein ganzes Lachen schenkt, dass die Außenwelt okay. Da ist die Freude in mir drinnen, die so nach außen strömt. Die Freude in mir drin, in unserer Einheit so ersehnt. Du hast ein bisschen die Freude, ist nicht ganz groß. Kommt ein bisschen näher, dann spielen wir ohne Strom.
schießen, wie ein Gebirgsbach säut sich klar, da ist die Freude in mir drin, so leuchtend und so wahr, da ist es Brennen in mein Herzen, einfach da sein voller Sinn, da ist die Freude in mir drin, drüber, dass ich am Leben bin. Von Herzen. Das mit der Freude, jetzt kommt ja da auf eine Demo, wo lauter Grauslichkeiten passiert sind und Ungerechtigkeiten und mir, wie sie, also wenn man nur ein Kind ein bisschen was schlecht tun kann, kapiere ich ja nicht, aber es passiert halt. Und dann sage ich, trotzdem ist die Freude die Antwort. Da hilft nichts, weil wir leben, da sind wir froh, manche leben nicht mehr, die das erlebt haben. Ich bin froh, dass ihr da seid und lasst uns singen und ich baue auf einen Dialog voller Versöhnung und Verständnis. Gerne mit an Herrn Häupl und Herrn Oksonitsch und wie es alle heißen wollen. Wir brauchen da, wo kriegerische Verletzung passiert ist, Friedensarbeit. Also, wir schaffen das und wenn die Band da ist, gibt es schon mehr als mich. Dann sollte der Sir Gary seine Rede halten jetzt, finde ich. Wo ist er? Bitte! Ich möchte mich am ersten Mal recht herzlich bedanken im Namen von Heimkinder. Dankeschön. Also ich möchte mich recht herzlich bedanken im Namen von Heimkinder Aktiv Community, dass so zahlreich erschienen seid. Einige oder viele kennen mich. Ich bin selbst Betroffener, war von 76 bis 80 im Folterhaus Kinderheim Hohe Warte untergebracht. Wir wollen die Verantwortlichen Staat und Kirche heute wachrütteln. Ja, österreichische Kinderheime wurden jahrelang von Jugendämtern ohne jegliche Kontrolle mit Kindern bestückt. Diese Kinder wurden oft quer durch Österreich wie Pakete versendet. Einmal in solchen Kinderheim eingewiesen, hat die Stadt diese schutzlosen Kinder vergessen. Hinter den Mauern dieser Heime herrschte die Allmacht der jeweiligen Heimleitung, der Lehrer, der Erzieher und sonstigen, die im Haus beschäftigten Personal. Die Hohe Warte, Wilhelminenberg, Zentralkinderheim oder die Kindernamenüberstelle stehen nur als Beispiel für die vielen Heime im Land, in denen Kinder untergebracht wurden. Gebrochen durch massive Schläge, durch Schlafentzug, durch tagelanges Einsperren in Kellerlöchern, durch Essenzwang oder Essenentzug. Je nach was oder der Erzieherin gerade im Sinn kam. Ich spreche hiermit von der sogenannten gesunden Watschen oder von Straftaten, die damals durchaus üblich waren. Ich spreche aber von Folter. Da es aber angeordneten Aufgaben, Kinder den Willen zu brechen, war es von allen bewusst geduldet. Kindern, die oft schon im Säuglingsalter in Heimen kamen, wurden als unwert, als Abfall der Gesellschaft gesehen und dementsprechend behandelt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnten haben viele Betroffene versucht, diese Missstände aufzuzeigen. Es wurden Anzeigen erstattet, die verschwunden sind, verschwunden Studien, verwaltete Kinder von Irmtraut Klasnik. Frau Klasnik hat bereits 1975 die Zustände in den Kinderheimen aufgezeigt. Entschuldigung, Karlsson, ich sehe leider schon ein bisschen schlecht, ist schon finster. Ja, sie sind verschwunden in die Schubladen der Mitwisser. Alleine dieses Verschwinden lassen sich von verabstreichbaren Beweisen zeigt, dass die Verantwortlichen umgehend mit Schutzbefohlenen. Ich spreche hier nicht zu Recht von verurteilten Verbrechern, die ihre Strafe in Gefängnissen büßen müssen, sondern ich spreche von Kindern, die vielleicht in falschen Familien geboren wurden, denen Eltern verstorben sind oder das Pech der ledigen Geburt hatten. Für die Kinder fühlt sich der Staat verantwortlich und wie sie in diesen
Folterstätten ein. Die Verantwortlichen lagen in den Händen von Bürokraten, die tausende Schicksale auf dem Gewissen haben, schreibt die Städter, die sich heute auf die Verjährung berufen. Diese Verjährung benutzen, um für ihre Mietrechtsverletzungen nicht eingestehen müssen. Eine Einrede der Verjährung. Allein das Wort Einrede spricht für sich. Die damaligen Verantwortlichen, die sich vor jeder Verantwortung distanzieren und die Missstände nicht zur Kenntnis nahmen. Die Rechtsnachfolger, die sie jetzt hinter den Verjährungen verstecken, bis heute wurde noch kein Täter oder Mitwisser angeklagt. Bis heute sind ehemalige Heimkinder anscheinend rechtsfreier Raum. Mein Anliegen ist für alle Betroffenen eine Opferpension ohne Wenn und Aber und nicht wie als bisher immer als Bittsteller aufzutreten. Ich möchte mich bei den Rechtsanwälten Dr. Ölböck, Dr. Seiler bedanken für die weite Reise aus Deutschland, was Herr Dr. Seiler sie hier in Kauf genommen hat. Zum Schluss möchte ich mich noch bei unserer Sisi Elisabeth Kammerlander, Vorstandssprecherin von Victim Mission, bedanken. Und zuletzt mittlerweile bei meinem guten Freund Thomas Andreas Beck, bekannt als Dombeck und Band. Dankeschön. Es wird jetzt ein Gedicht verlesen von einem Betroffenen. Sein Name ist Peter Usitzka. Ein Gedicht von meiner Person, und zwar über Herrschaft. Also, pardon, ja, Herrschaft, genau. Herrschaft ist einfach. Kinder in der Herrschaftsmaschine werden sorgsamst bis zur Systemfähigkeit verdaut. Danach sind sie als Nutztiere gerüstet, den Leistungsträgern zu dienen. So wurden sie abgerichtet. Am Markt gibt es Herren und Sklaven, Täter und Opfer. Meist beides zugleich in einer Person. Die Täter überleben einfach. Wie lange noch? Jedenfalls länger als der Rest. Der Rest darf dienen, hetzen, gehetzt werden und verrecken. Der Rest darf dienen, hetzen, gehetzt werden und verrecken. Die Edlen und Erlauchten sehen sich das entspannt mit einer Tasse Tee an. Sie haben all dies bestens delegiert, sind schwer erreichbar und haben ausgesorgt. Wie lange noch? Nun, lange genug. Alltäglich nähert sich das Grauenhafte durch viele kleine Schritte und fühlt sich dabei ganz normal an. Herrschaft funktioniert einfach und begütert die Missbrauchenden gütigst. So. Nochmal das. Und eins noch. Von Erich Fried. Nein, eins noch. Dürfen wir? Nein, nur eins von Erich Fried. Erich, zwei Minuten. Dann noch von Erich Fried. Es ist geschehen und es geschieht immer wieder und es geschieht nach wie vor und wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht. Die Unschuldigen wissen von nichts, weil sie zu unschuldig sind und die Schuldigen wissen von nichts, weil sie zu schuldig sind. Die Armen merken es nicht, weil sie zu arm sind und die Reichen merken es nicht, weil sie zu reich sind. Die Dummen zucken die Achseln, weil sie zu dumm sind und die Klugen zucken die Achseln, weil sie zu klug sind. Die Jungen kümmert es nicht, weil sie zu jung sind. Und die Alten kümmert es nicht, weil sie zu alt sind. Darum geschieht nichts dagegen. Und darum ist nichts geschehen. Und geschieht nach wie vor. Und wird weiter geschehen. Als nächste Sprecherin ist Claudia am Wort.
Sie wird einen Bericht aus ihrer Familie bringen. Claudia. Hallo, ich stehe hier stellvertretend für meinen Bruder. Das Kind in Eggenburg. Okay. Das Kind in Eggenburg schlimme Sachen erlebt hat, unter Obhut des Jugendamtes, weil ihm keiner geglaubt hat, dann schwer drogenabhängig wurde, sich immer wieder selbst verletzt hat, ihm niemand geglaubt hat und er leider seit 15,5 Jahren tot ist. Und ich habe ihm versprochen, dass ich über das, was ihm passiert ist, niemals schweigen werde und es auch niemals vertuschen, so wie es bei ihm getan wurde. Sehr gut! Tom Beck wird jetzt wieder spielen. Ein Bravo. Ich hab, ja, sie hat es vor. Tom Beck, Tom Beck, Tom Beck. Schön, dass ihr noch da seid, halt's durch, zwei Lieder spielen wir uns noch. Das nächste Lied spricht für sich selbst, das heißt Die Erde bebt. Seit Tagen bebt's in mein Körper, ich atme schwer und zitter sehr. Verwirrung führt mich in die Irre, mein Herz tobt wie raues Meer. Wo bist ihr Stolz, woher bin ich seit Wochen leer? Ich bin mild, träge, traurig, schwer. Mein Plan, mein Stolz, meine Wichtigkeit. Wo bist ja alles, wo bin ich jetzt leer? Die Erde bebt, die Erde bebt, die Erde bebt, die Erde bebt. Stolz nicht, Sucht und Gier, ich fürcht mich seltsam vor der Welt. Ich kenn den Mann immer, der da in mir ist, so viel hat mir den Blick verstört. Die Erde lebt, die Erde bebt, außen im Innern des Beben in mir. Die Erde lebt, die Erde bebt, es gibt keine anderen, es sind immer nur wir. Sind seelisch kastriert. Mensch, 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 es ist so knapp. Die Erde lebt, die Erde bebt, die Erde lebt, die Erde bebt. Wie da die Furcht um in heiligen Zuren, das Beben in mir schleudert mich nach vorn. Es reicht, es ist genug, so viel Gier, so viel Leid. Alles in die Liebe, jetzt ist die Erden lebt, die Erden lebt, die Erden bebt, die Erden bebt. Außen im Innern, das Beben ist in mir. Die Erden lebt, die Erden lebt, die Erden bebt, die Erden bebt. Es gibt keine anderen, es sind immer nur wir. Die Erden lebt, die Erden lebt, die Erden bebt, die Erden bebt. Es gibt keine anderen, es sind immer nur wir. Die Erden bebt, die Erden bebt, die Erden lebt, die Erden lebt. Keine anderen. Das nächste Lied hat sich zu einer Art Hymne herausgebildet. Schaut hin! Hymne! Gehen wir! Lasst uns hinschauen miteinander! Nimm den Hut an dafür! Und hört bitte genau zu! Wo
Schuss, der in der Stille verheult. Wohin geht der Schmerz noch so viel Gewalt? Was passiert mit der Liebe, wenn man die Gefühle verdrängen? Was passiert mit einem Seil, nachdem er hängen? Schaut's hin, schaut's hin. Mit. Das ist die Christine Jung, meine Freundin, die steht hinter mir. Die hebt das Schild von unserem guten Horst Schreiber, Dr. Horst Schreiber, der was das alles ins Laufen gebracht hat. In Tirol zumindest. Und es ist Zeit, dass das alles zu einem Ende kommt und Gerechtigkeit für jeden einzelnen Betroffenen eintritt. Weil viele haben nicht mehr viel Zeit, sie sind schon alt, sie sind schon lädiert, sie sind körperlich und seelisch total angeschlagen. Und es ist ein Spiel ohne Ende, so wie die Politiker sich das vorstellen und die Verantwortlichen. Es ist einfach Zeit, dass wir Druck machen und einfach dabei bleiben und dass wir unser Recht einfach kriegen und dass es dem erlebten Wahnsinn entsprechende Entschädigungszahlungen einfach an jeden einzelnen Betroffenen gezahlt werden. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Okay. Ja, das wäre es soweit, weil da gäbe es noch sehr viel zum Erzählen und da würde ich noch das nächste Jahr da stehen. Okay.
alten Desitasseur Gerrit Wunschnot, der hat ja so eine Playlist hat er abgegeben gestern, sagt er, das will ich, das spielt's. Und da ist was sehr Positives noch dabei. Zuerst hat zwar einer zu mir gesagt, also das Freude passt gar nicht daher, so heiß sind wir. Aber das ist also eine richtige Selbstbewusstseinsnummer, die singe ich mir selber vom Parlament. Ich muss sagen, meine zwei Söhne haben leider keine Zeit gehabt heute, die müssen lernen. Ich sag, liebe Buben, mein Papa rettet die Welt vom Parlament heute. Kennt stolz auf mich, ich bin ein Revoluzer. Jetzt haben wir vor allem alles auf einmal, Tontechniker, Roadies, Musiker, Sänger, Demonstranten und Coaches. Das Herz voller Ideen, das Konto voller Geld. Ich hab Lust auf tausend Sachen, sag auch, was kostet die Welt. Feier in die Jahr, Pumperl, gesund und naiv. Erst vor nix und niemand Angst, sogar nicht vor dir. Ich bin voller Kraft im Leben, 3 Stunden Schlaf sind genug. Kein Blödsinn, den ich auslöse, ich lass jeden Fehler zu. Ich glaub an das, was in mir ist, ja nicht auf euch ein gescheites Weg. Meine Gänsehaut gibt vor, wie mir das volle Leben geht. Ich glaub an mich, an mein größte Kraft. Ich glaub an mich, darum dass ich alles schon. Ich hab den Text vergessen müssen. Ich ignoriere den Wald um mich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sehe. Sag euch, was wichtig ist. Ich glaub an mich, an der größte Kraft. Ich glaub an mich, glaub, dass ich alles schon. Ich bin meine größte Liebe, ich mach mich mit Haut und Graue hoch. Jede Scheitern ein Geschenk, das ist mir heute klar. Ich glaub an mich, an mein größte Kraft. Ich glaub an mich, glaub, dass ich alles schon. Ich glaub an mich, ich glaub an mich, ich glaub an mich. Ich spür den Atem und die Luft, inhalier den Wald um mich. Ich lach über meine Schwächen, ich lass mich voll auf dich. Kann jetzt genießen ohne Rausch, spontan und lustig sein. Ich kenn meine Grenzen, da kommt man nimmer jeder rein. Ich glaub an mich, an mein größte Kraft. Ich glaub an mich, glaub, dass ich alles schon. Ich bin meine größte Liebe, mag mich mit Haut und Graue.
jedes Scheitern ein Geschenk. Das ist mir heute klar. Amen. Ich glaube an mich, an meine größte Kraft. Ich glaube an mich, da dass ich alles schon. Variante. Aber mir ist auch noch eingefallen, der Text. Ich bin nervös gemacht, die Ballersantenne im Knack. Echt, die druckt ein bisschen von hinten. So.